Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René. Und dieses Mal habe ich hier in Planet Base die ganz spezielle, vorausschauende Planung in der Meteoritenabwehr vor mir. Seid gespannt, was jetzt kommt. Bleibt dran, hier geht's los. Und zum Loslegen entscheide ich mich hier mal da heraus und für ein schönes Plätzchen für den ersten Meteorit. Moment. Was braucht ihr? Oh, auch zwei Halbleiter, gut. Aha, da gibt's nur diese eine Größe, okay. Ja, wo setze ich mir denn jetzt hin? Wie schicke ich mir den da so hin? Ah! Ich hab's! Da wird das ganze Gebiet hier ver... Oh! Wie nett! Das ganze Gebiet, was da grün ist, wird sozusagen hier, ne? Abgesichert durch den hier. Also da, das Grüne hier, ist die Sicherheitszone, die hier abgesichert wird, dann von dem Laser. Ist ein schöner Bereich hier. Also alles, was ich momentan hier aufgebaut habe, ist in der Sicherheitszone drin. Gut, da drüben kann ich sowieso nichts bauen. Da kann ich noch ein bisschen was aufbauen, bevor ich dann da außerhalb von der Sicherheitszone bin. Okay. Da drüben habe ich auch Platz noch. Für Außenanlagen und so, ne? Schön. Gut zu wissen. Gut zu wissen, wie das dann ist. Nicht schlecht, meine Damen und Herren. Nicht schlecht. Gut, da wollte ich sowieso nichts anbauen. Da brauche ich auch nichts anbauen. Ne? Da wird mir der Baubot noch wieder weiter installiert. So. Dann ist natürlich auch noch die Frage hier, wo setze ich jetzt dann das Erholungszentrum hin? Ne? Na da her. Ne? Da könnte ich ja gleich direkt an die Basis. Ne? Weil dann kann ich ja sagen, ihr wart da frech, ihr kommt gleich eingesperrt, ne? Oder so. Ne? Ach, Metall fällt wieder mal. Ne? Wo ist er denn? Aber die andere Produktion scheint, ohne jetzt irgendwas zu erhöhen, ne, ganz gut zu laufen. Sogar die Metallproduktion scheint jetzt ganz gut zu laufen, ohne dass ich hier extra erhöhen muss. Okay, da sind jetzt zwei Arbeiter und ein Bohrbot drinnen, weil der zweite Bohrbot wird da gerade wieder her zum Reparieren. Oder beziehungsweise die Wartung hinter sich bringen. Ne? Wie schaut es hier aus? Oh, da ist eigentlich mehr als genug auch Essen drinnen. Ne? Ja, das passt doch auch ganz gut. Ne? So, da draußen ist einmal alles fertig und vorbereitet. Oder naja, fast. Ne? Ja, ihr Meteoriten habt bald nichts mehr zum Lachen bei mir, ne?
Ich weiß im Moment auch nicht, wieso ich noch kein Kolonieschiff da habe. Ich habe mir es doch eingeschaltet, ne? Ah, ne, das Kolonieschiff habe ich, ne? 34, 31, 20, 10 und 5, okay, gut, vielleicht sollte ich da ein bisschen mehr erhöhen gehen, oder was? Ach ne, er wird sowieso erhöht wieder, ne, sobald ich hier Kolonisten bekomme, ne? Ich weiß nicht, ob ich das hier erhöhen gehen kann, oder so, ne? Von einem Ingenieur, ne? Dann müsste ich das Kontrollzentrum immer erhöhen, ne? Dass es immer besetzt ist, meine ich, ne? Ist ja aber auch nicht schwierig, das war, ne? Da fehlt noch das eine Metall. Ah, und da sind noch drei Metalle ausstehend. Na gut. Soll es halt so sein. Dann soll es halt mal so sein, dass da hier noch ein bisschen was ausstehend ist. Ich habe an Ingenieuren nur vier Stück. Ich gehe mal das hier trotzdem erhöhen. Ich will mir dann schön brav immer jemand da sein. Und dann Wachen habe ich gerade eine einzige. Na super. Eine einzige Sicherheitsperson hier. Sehr schön. Boah, aber der Biologe, ja, Ingenieur könnten eigentlich auch ein bisschen mehr sein, ne? Auf Standardeinstellungen zurücksetzen? Nö. Ich könnte hier auch gerne, ganz gerne hier mal neue Kolonisten brauchen, ne? Machen wir mal auf schneller. Und das Teleskop ist wieder besetzt vom nächsten Ingenieur. Ich könnte, wie gesagt, Kolonisten hier brauchen. Ich wäre mit Sicherheit nicht unzufrieden damit. Wenn ich die einen oder anderen Kolonisten hier bekommen würde. Handelsschiff, schon wieder ein Handelsschiff. Massenspeicher, ne. Weg mit dir. Ich will Kolonieschiff. Vielleicht sollte ich mal auch eine Funkantenne hier bauen. Wo ich dann anfunken kann oben, ne? Natürlich würde ich da den da gerne mal fertig haben wollen. Da fehlt noch ein Metall. Gespannt bin ich. Gespannt bin ich, wenn der hier endlich im Einsatz ist. Also aufgebaut wird er schon. Hier wird er aufgebaut, ist aber noch nicht mit Energie versorgt, meine Damen und Herren. Momentan gibt es noch keine Energie, weil die Energiekopplung muss erstmal hier aktiviert werden. Ne? Genau. Da kommt der Ingenieur, dem ist ja nichts zu schwören. Und jetzt ist er fertig gebaut. Und ich bin gespannt, wie gut das Ding hier wirklich funktioniert. Was? Laserladung
Zustand. Ja, gut. Funktionieren tut er aber nur dann, wenn hier auch bitte das Teleskop besetzt ist, ne? Wenn das nicht besetzt ist und der Meteorit schlägt da genau in der Mitte rein, war es das, ne? Meine Damen und Herren, irgendwie sind momentan keine Ersatzteile. Ah, da war ein Laserstrahl. Da war ein Laserstrahl. Habt ihr das gesehen? Da war ein Laserstrahl. Das war ein Laserstrahl. Hallo? Bitte nochmal. Bitte nochmal. Ja, Ersatzteile erschöpft, ich weiß. Momentan werden mir die Ersatzteile nicht gebaut. Bitte. Bitte nochmal abheuern. Einmal schieße, schieße. Einmal schieße, schieße, schieße. Du sollst schießen gehen. Ich weiß, dass die Ressourcen erschöpft sind. Schießen sollst du. Ich wollte ein Bildchen machen, ne? Habe ich aber nicht. Ach, kann ich mir ja notfalls aus der Aufnahme hier rausholen, ne? Wo er Jeep gemacht hat, ne? Ah, da kommt ein Kolonierschiff endlich. Ne, Handelsschiff. Zum Kuckuck mache ich mit dem Handelsschiff. Jo, ich wollte noch schauen, wie schaut's aus hier mit der Funkantenne? Brauche ich 2 bis 4. Ja. Ich meine, wenn ich schon da herum. Ah, da war noch ein Laserstrahl und ich war nicht drin. Ich würde sagen, ich mache gleich hier da die größere, ne, Variante. Dann mache ich Laserstrahl und Funkantenne, meine Damen und Herren, und das in einer einzigen Folge hier. Wenn es wahr ist. Und bezüglich Funkantenne, ne, ja genau. Ich brauche hier noch die Funkkonsole dazu. Die würde ich aber mir da gleich an der, da herüben hinhauen, ne. Weil schon funktioniert das ja nicht, ne. Und dann bin ich gespannt, ob man da auch funken gehen kann und sagen kann, ach, Leute, ich brauche Kolonie, ne. Ich brauche Kolonisen. Kommt ihr bitte hier mit Kolonisen. Kolonisen bitte. Aber Laserkanone funktioniert einwandfrei und tadellos. Funkkonsole wurde gebaut, ja. Ne? Okay, die Trefferquote hat mit dem Teleskop hier zu tun. Also die Konsole ist schon mal aufgebaut. Nur die Antenne noch nicht. Und für die Antenne fehlen noch 3 mal Metall. Wieso fahrt ihr da alle? Aha, das ist der kürzere Weg dahin, oder was? Naja.
warum nicht? Hätte ich das gewusst, hätte ich ja da früher, viel früher schon die Schleuse gemacht, ne? Ich habe mittlerweile 3 Luftschleusen hier in meiner Planetenbasis, auf meiner Planetenbasis. 3 Luftschleusen, ein Teleskop, eine Laserabwehr und die Funkstation wird mir ja auch schon aufgebaut. Sehr schön, endlich einmal. Nach 17 Folgen, endlich einmal soweit, ne? Nicht schlecht. Ironie. So, 4 Ersatzteile schon habe ich auf Lager. Was bist du jetzt? Wieder Händlerchef? Na, schon wieder. Super, da gibt. Na, Bohrbot-Patentbauer. Euer Bohrbot-Patentbrecher. 200. Das ist das Patent für ein Bohrbot. Um 200. So. Hallo. Dann habe ich ein Bohrbot-Patent auch noch. Schön, oder? War da jetzt alle etwa... Tippwache. Was? Was ist mit der Tippwache, mit der Wache? Habe ich einen Eindringling etwa, oder was? Ja, brauche ich noch ein bisschen noch, ne? Zumindest wird mir mein Lager ein bisschen rausgenommen, ne? Ah, okay. Da wird gerade gewartet. Jo. Aber ein Kolonieschiff war nicht schlecht, wenn ich es einmal kennen würde, ne? Warte, warte, Moment. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, ich habe einen Baubot auch schon. Der hat mir den Baubot auch schon gebaut. Leibend. Meinen ersten Baubot habe ich auch schon. Super. Ist das leibend? Und mit dem Bohrbot-Patent kann ich mir auch meine Bohrbots erstellen. Gut, da drüben wird es endlich einmal was funktionieren, ne? Wenn ich da drüben Dinge hätte, ne? Genau. So, da stelle ich mal auf 5 ein. Weil dann kann ich mir hier ein Bohrbot auch gebaut werden, dann habe ich hier drei Bohrbots und so weiter und so fort, ne? Ja, Ersatzteile sind erschöpft, ich weiß. Danke. Da fehlt auch nur noch eines. Mir wird der Laser nicht angestimmt, ne? Ja, jetzt habe ich wieder. Der Meteorit hätte mich da hier kaputt machen können. Und ich weiß, dass die Ersatzteile wieder erschöpft sind. Muss mich nicht ständig verwirren hier, ne?
Ich kann nichts für, wenn ich jetzt hier schon wieder mal massenhaft bauen gehe. So. Das war's dann auch schon wieder, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch eine schöne Woche und nächste Woche schauen wir dann weiter, was ich hier machen werde. Ciao.